Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Joho! Elefanten! Ja, ich brauch noch Pfeile. Weil ich hab doch nur 29. Heilpfeile mitnehmen? Ich glaube nicht, oder? Wenn wir auf Elefantenjagd gehen, nicht, glaube ich, oder? Nö. Und mal wieder ein Schlüssel des Kriegsherrn. Davon habe ich ja mittlerweile erst 7. Jetzt 8. Wow. Naja, wir sammeln sie halt. Ich habe das Abhäutemesser mit. Hundert Pfeile, das sollte ja reichen. Und ich nehme vorsichtshalber das Jokak-Messer. Weil ich so ein bisschen zum Abgrund hier. Und dafür brauche ich 75 Manifestationen des Eifers von Jok. Okay, dann. Ach so, wollen wir Hottehüs mitnehmen? Ja. Für den Rückritt? Ach ja, auf C war ja absteigen. So, beide folgen mir jetzt. Wir folgen. Also er folgt mir noch nicht. Eigentlich müsste die Nachricht kommen, Plötze folgt dir, als du auf Plötze aufgestiegen bist. Warte. Nope. Stand da nicht gerade folgt? Nope. Ah, da steht. Okay. Ja, steht. Ich hab nur woanders geguckt. So. Du willst porten? Ja, in die Nähe der Savanne. Da sparen wir auf jeden Fall Zeit, wenn wir da ein Stück weit hinkommen. Warte, das weiß ich. Wir müssen ja nur auf dem Rückweg reiten. Den nimmst du, okay. Hey, du hast meinen Teleport gestört. Was? Hier kannst du Dämonenblut kriegen. Ja, aber da müssen wir ja erstmal runter. Nee, ich meine hier links und rechts. Oh, ich habe aber keinen Bock auf diese scheiß verkackte. Ich finde das irgendwie blöd, wenn ein Pferd dann hinterherläuft. Ja, kann auch drauf reiten. Kann man auch mittlerweile während des Reitens. Ja, das geht. Nicht so gut wie bei Mountain Blade, aber das geht. Ich halte gerade voll in die falsche Richtung, merke ich gerade. So, wo geht's hier denn runter? Rechts. Genau da. Ups. Ups. Oder wir werden gesprungen. Oh, hier ist dann kriegt man ein Pferdchen, aua. Ah, Kroko. Oh, irgendein Getreuer ist aufgestiegen. Stimmt, dein Pferd. Da
stand nur dein Getreuer. Oh, da kommt ein Sandsturm. Da geht. Ups. Also das Pferd benimmt sich gerade wie eine Plätze. Mhm. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich gerade richtig reite. Mhm. Ah! Wir müssen da lang. Was ist denn das schon wieder dunkel hier? Nerv nicht. Waren schon lange nicht mehr in der... Wir könnten den Löwen auf dem Königsfelsen mal töten. Einfach, weil wir es können. Meinst du, das können wir? Stimmt. Plötzlich. Verlässt sich auch immer nur darauf, dass ich den Weg kenne, oder? Jo. Du bist der Navigator. Oh, hier sind Menschen. Stop! Oh, Schafzahnpassage, die kannte ich noch gar nicht. Da sind wir und ich sehe auch schon den ersten Elefanten. What? Wer will was von mir? Wer will was auf die Fresse? Okay. Hä? Aua! Runter da. Ich will meinen ersten Elefanten locken. Ey, was schon. Nehmen wir den da links? Ich sehe erstmal gar nichts. Ach, da meinst du. Irgendein Arschloch beschießt mich, die da. Ja, hinter uns. Oh. Hat sich erledigt. Ich habe ein Häutemesser dabei. Hurra! Und da ist gleich der nächste Elefant. Wie gesagt, dich zu bewegen! Ups. Muschikatze greift an. Ey, der war doch gar nicht bei mir. Wer hat denn mich umgestoßen? Geht's dir gut, Epona? Oh, nicht aufschlagen. Mm-hmm.
Warte, ich wollte sie. Kann auch selber häuten. So spät, jetzt habe ich sie gehäutet. Oh Mann, jetzt hast du den Berg kaputt gemacht. Und heul doch. So, haben wir jetzt irgendwo Elefanten auf der anderen Seite von dem. Wollen wir uns erstmal um den Löwen kümmern? Wollen wir. Bin sehr neugierig auf den Löwen. Lass uns Mufasa töten. Oh, Mufasa ist wach. Ist der Felsen groß genug für uns alle? Er ist groß genug für mich. Auch für die Pferde? So, ich bin da. Hallo. Moment. Nee, falsche Ansicht hier irgendwie. Der Baum versperrt mir die Sicht. Ich schieße. Scheiße. Klingt nach Holz. Er hat einen Toten. Er kommt. Ich auch nicht. Ich wollte nur auf die Eier schießen, aber... Naja. Nein! Litschi-Löwe! Ah! Also Hackfresser macht das aber ziemlich gut. Ja, Hackfresser halt, ne? Auf die Eier! Hast du das gekriegt? Ja, Fell. 45 Fell und. Ich bin der Katzenfell. König! Oh, da sind Babymaschinen. Der hat mir verbessertes Waffenreparaturkit gegeben. Nett. Und zwei alchemistische Grundsubstanzen. Nicht schlecht so, da sind ganz viele Nashörner. Ich sehe Muschis. Ich brauche Elefanten, brauchen wir doch. Ja. Ah, ich glaube, dahin waren Elefanten mal. Pferd, komm her. Ja, Plötze, warum kommst du nicht hinterher, du? Da sind zwei Elefanten. Oh, da ist ein Baby-Elefant. Haben wir ein Baby-Elefant? Ach ja, doch, wir haben Elefanten. Wir haben Elefanten. Kannst du aber trotzdem mitnehmen, wenn du willst. Ach nö, wenn wir schon einen haben. Baby-Tigerchen, guck mal, die kommt zum Spielen. Die kommt zum Spielen, die Bienen. Oh, und die miauen. Oh, ist das süß. Was ist süß? Die Tiger-Babys miauen. Oh. Oh, ist das süß. Soll ich es entsüßen? Nein. Okay. Können wir jetzt endlich Elefanten töten? Ja, ja. Hör auf zu fiepen, du. Ich glaube, es kommen gleich beide. Ja, und die Muschi kommt auch. Jetzt ist aber Highlife hier. Oh! Tot. Oh, der fliegt auch schön. Meiner. Oh. Die armen Mietekatzen weg. Die
die laufen da unten rum. Werden jetzt sterben, genau wie das. Wollen wir den Babyelefanten auch töten? Also die kleinen Babykatzen darf ich nicht töten, aber den Elefanten darfst du töten. Okay, ich hab das Elefantenkalb mit drin. Ja. Mörderin, du! Wieso, ich hab's mitgenommen. Achso, ich dachte getötet. Jetzt noch. Oh, ich sehe gerade bei Epona sind noch 336 Haut drin. Krass. Das ist mal wieder Mathilde. Wo bevor ich auch was sage, guck ich mal. Oh, ich kann vom Rücken des Pferdes ausschießen. Du kannst auch schlagen. Aber nur mit Einhandwaffen. Ne, war nix. Ich gerade noch irgendwas sagen? Ja, ich habe vergessen was. Ich bin alt. Also ich habe 124 Elefantenhaut. Hier kommt der nächste. Ah, da. Attacke! Hast du das gesehen? Das war mein Streich vom Rücken des Pferdes aus. Ja, das geht ganz gut vom Pferd, ne? Das Pferd hat mich gerade gar nicht getroffen. Der Ottifant. Oh, ich sollte mal was trinken und essen, sehe ich gerade. Ah, wo sind die nächsten? Oh, da, schau. Attacke! Oh, das ist ein Hund. Ey, der hat hier so ein Vieh übertrampelt. Totenkopf wieder fand. Boah, Flächenschaden. Das mit dem Pfeil schießen. Und reiten finde ich cool. Ich finde das auch mit dem Schwert und Reiten cool. Ist zwar nicht so effektiv wie am Boden, aber kriegen wir kaum weniger Schaden. Mhm. Außerdem sieht's cool aus. Ei, jetzt hat er mich das erste Mal erwischt. Kleiner Scheißelefant. Nimm das, Benjamin. Scheiß Blümchen. Benjamin, du lieber Elefant. Alter, schon wieder. Ich hänge im Baum fest. Ich hänge im Baum fest. Man macht das doch nicht. Jetzt kommt noch eine Muschi dazu. Was ist die Muschi tot? Ich habe jetzt 190 Elefantenhaut. Und ich bin ganz schön voll, sehe ich gerade. Ich nicht, ich habe nur ein bisschen Elefantenhaut. 96. Zwei Stoßzähne. So, ich habe mich jetzt ein bisschen erleichtert. Erstmal gucken, wie geht es denn meinem Leto?
Ach, dem geht's ganz gut. Fein, fein, fein. Stufe 8. Und da ist ja auch noch ein Elefant. Kudo! Ob mein Kudo noch lebt. Ja, das Schlachten zu Pferd gefällt mir. Da kann man sich ja glatt in den Norden wagen, was? Ja, dann kann man nämlich schnell wieder weg. Also, nicht jetzt, aber so prinzipiell. Trotzdem hätte ich gerne Winterrüstung. Haben wir nicht hier vorne auch noch eins zerlegt? Wo willst du jetzt? Hm? Wohin du möchtest. Erstmal zu dir. Ich reite hinter dir her. Ach, du bist hinter mir. Ja. Gehen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht sind da noch Elefanten. Da ist einer. Wo? Oh. Oh, rechts. Direkt da dran zu. Attacke! Achtung, Nashorn von hinten! Alter, bist du auch geflogen? Ja. Nashorn weit schlagen. Von meinem weitesten. Meins. Wollen wir uns an das große Nashorn wagen? Welches? Das zu deiner Linken. Können wir es vielleicht ein bisschen weiter weglocken? Von den anderen weg? Die irritieren doch nur. Ich lock's mal an. Moment. Es hat nur einen Dingsbums. Schotköpfchen. Ob das auch so gut fliegt, dieses Nashorn? Alle Nashörner können fliegen. Nein, das kann nicht fliegen. Ah, schade, enttäuschend. Ich dachte, er fliegt auch. Voll langweilig. Können nicht alle fliegen? Anscheinend nicht. Kommen den einen Ottifanten dann noch.
haben wir hier ganz schön viele Tiere getötet. Oh ja. Heimweg antreten? Ich würde sagen, ja. Okay. Jagd war erfolgreich. Auf jeden Fall. Und wir haben was Neues gelernt. Wir können zu Pferd kämpfen. Und das ist doch was sehr Schönes. Kam das jetzt erst mit dem Update oder ging das früher nicht? Oder haben wir es einfach nicht gemacht? Ich hab keine Ahnung. Weil wir, wir haben es bestimmt nicht gemacht, weil wir keine Gefährten mitnehmen konnten. Mhm. Müsste man jetzt mal ausprobieren, wie viele Gefährten man überhaupt zusammen mitnehmen kann. Oh. Kann man überhaupt durchgehen können? Also, war sehr, sehr langsam. Hi, das sieht unter Wasser mal lustig aus. Was hast du denn? Ich hab, glaube ich, gerade einen Gnu. Die Straße wird nicht nur dir alleine. Dann reit doch vor, wenn du den Weg so viel besser kennst als ich. Nö. Warum hast du denn gerade angehalten? Ich muss auf die Map gucken. Hey. Straße gehört nicht nur dir alleine. Das darf nur ich sagen. Hui. Oh. Nein! Das war ein Chief. Oh, Pferd lebt noch. Das hatte ich auch gerade. Dann sieht das Pferd getötet. Das wäre aber ein Gag gewesen, wenn das Pferd tot wäre, ne? Beine gebrochen, Pferd muss getötet werden. Es hat nämlich auch so ein ungesundes Knack gegeben, zumindest bei mir. Steinnasen sind ganz schön nervige Viecher. Hm. Oh, guck mal, wir sind schon fast wieder zu Hause. Ja. Wie gut, dass wir die Pferdchen dabei haben. Ja, mein Pferd ist ja männlich. Ist dein Pferd auch männlich? Ja.
Öffnet das Tor! Die Herren des Hauses kommen zurück! Öffnet das Tor! Gibt's hier keine Klingel? Kein automatisches Tor, Toröffner? Ah, ja, mit diesem Baby-Elefanten noch mit drin. So habe ich den nochmal mitgenommen. Was hast du mitgenommen? Einen Baby-Elefanten. Keine Ahnung, weil du süß und putzig fandest. Das ist aber auch schon ganz schön. Also, ich hab gerade nur überlegt, wofür braucht man nochmal das Elefantenfell? Ich hab keine Ahnung, du hast gesagt, du brauchst es. Ich wollte irgendeine Rüstung machen. Welche war das? Verdammt! Keine Ahnung. Ich weiß, ich wollte irgendeine Rüstung machen und für die habe ich Elefantenfell gebraucht. Verdammt, welche war das? Für das legendäre Set von hier, das Warme. Ah. Siehste, jetzt wissen wir es wieder. Dann mache ich mal zwei Brustpolsterung. Und. Ah, nee, da nehme ich einen mittleren Helm. Ich finde das geweiht. Aber für dich eine schwere Helmpolsterung. Und dann brauchen wir schweres Gamaschen. Und dann haben wir nicht mehr genügend gehärtetes Leder, weil gerade noch gehärtetes Leder in der Macht. Ja. Ich würde dann sagen, wir machen dann mal einen Break. Ja, ich denke auch. So, dann gucken wir mal, ob wir entweder in der nächsten Folge oder offscreen nochmal Dämonenblut sammeln. Achso, Dämonenblut hattest du hier schon reingepackt? Ja, das können wir, Dämonenblut können wir ruhig nochmal im Offscreen machen. Das muss ja nicht immer dasselbe sein, was wir da machen. Stellst du. Ja, genau, der stellt jetzt noch knapp 90 Steine her. Wir haben hier 85, also haben wir dann etwa 155.
ja, 175 ungefähr. Und 200. Genau, wir brauchen 200 verderbte Steine. Na, das heißt, wir gehen einfach offscreen nochmal da in die Stadt und erledigen die Schlange einfach nochmal. Und dann haben wir genügend Dämonenblut, dass wir den Kartenraum bauen können. Und dann galoppieren wir beide nochmal in den Norden, dass du da auch diese Säule einmal aktiviert. Ja, dann packen wir da einen Kartenraum hin. Genau, und dann können wir da schön zum, Meteoritenstahl Farm immer mal hin. Ja. Okay, das klingt doch nach dem Plan. Genau. Dann sagt euch der kleine süße Leto gute Nacht. Vielleicht wisst ihr ja, woher der Name Leto kommt. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge gar nicht erwähnt. Er hat sogar optische Ähnlichkeiten mit diesem Videospielcharakter, deswegen ich ihn auch so genannt. Ja. Ich hoffe, ich habe ihn richtig beschrieben. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Genau. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Liken, kommentieren. Ciao. Tschüss.